Na, habt ihr Lust zu wissen, wie es ist, in einem Baumhausdorf zu wohnen und politisch aktiv zu sein? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Emra und ich bin aktiv in unser aller Wald und ich wollte euch mal zeigen, wie es hier so ist und warum wir hier sind. Wir auf May, einem Baumhaus, das nach der Antifaschistin und Widerstandskämpferin May Pickerell benannt wurde. Und heute Nacht habe ich hier übernachtet. Alle Baumhäuser gemeinschaftlich und das ist unser größtes. Ja, hier haben wir auch eine Treppe, damit auch die Leute, die nicht klettern können, hochkommen und dabei sein können. Schuhe aus, damit alles schön ordentlich bleibt. Ja, das ist unsere Küche. Hier ist so Büro, Werkstatt, Schlafzimmer. Genau, und hier oben haben wir noch einen großen Gemeinschaftsschlafraum. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind im Tagebau Garzweiler am Rheinischen Braunkohlerevier und hier sollen bis 2038 noch Millionen Tonnen klimaschädlicher Kohle verfeuert werden und dazu sollen dem Tagebau auch noch 6 Dörfer weichen. Eins davon ist Kainberg und genau da neben liegt auch unser aller Wald. Baumhausdorf hier gebaut, um diese Grube zu blockieren und wir werden auch so lange bleiben, bis diese Grube stillsteht. Dabei stehen wir Seite an Seite mit den Dorfbewohnerinnen gegen ein kapitalistisches System, was diese Zerstörung und auch die Ausbeutung der Menschen und ihrer und unserer Mitwelt weltweit möglich macht. Hier in der Region gibt es jetzt nicht nur unser aller Wald, sondern auch noch voll viele andere widerständige Akteure. Es gibt seit letztem Jahr die Mahnwache Lützerath und auch Lützi lebt. Lützi ist das Dorf, was als nächstes abgerissen werden soll und wo auch diesen Winter über schon voll viele Abrissarbeiten stattgefunden haben. Dann gibt es Alle Dörfer bleiben, eine Organisation, die überregional ist und zusammengesetzt aus Dorfbewohnerinnen, die betroffen sind vom Tagebau und auch ihren Verbündeten. Und ja, es gibt auch noch Kirche im Dorf lassen. Und viele von den Akteuren träumen davon, dass wir hier nicht nur Widerstand leisten, sondern auch in unserem Widerstand was Neues aufbauen, was uns inspiriert, was Menschen Hoffnung schafft, dass wir es schaffen können, eine Welt zu gestalten, in der es wirklich allen gut geht. Wir kämpfen nicht dafür, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern wir kämpfen dafür, dass alles anders werden kann. Wir machen regelmäßig Pläne, in denen wir alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam besprechen und zu denen seid ihr auch herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Wir denken, dass die Klimakrise und auch all die anderen Krisen, die auf uns zukommen werden, die ökologische Krise, die soziale Krise, beziehungsweise in denen wir auch schon drin sind, nicht im Kapitalismus lösbar sind. Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, was auf Profit- und Wachstumszwang beruht und im kolonialen Kontext entstanden ist und auch immer noch auf dessen Kontinuitäten beruht und aufbaut.
wie zum Beispiel Rassismus, wie krasse Ressourcennahme im globalen Süden. Und mit all dem müssen wir brechen, wenn wir es schaffen wollen, eine Gesellschaft aufzubauen, die wirklich den Bedürfnissen der Menschen dient. Wie das gehen soll? Naja, das wissen wir natürlich noch nicht. Und deswegen laden wir euch alle ein, herzukommen und es mit uns zusammen herauszufinden. Wegen Corona ist cool, wenn ihr euch vorher anmeldet. Also schreibt uns bei Insta oder Twitter oder auch eine E-Mail. Die Kontakte findet ihr alle auf unserer Website. Und wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu sehen, bald kommt die nächste Staffel von unserem Videoblog auf YouTube raus. Alles klar, ich werde jetzt hier noch hochklettern und ein bisschen bauen. Und dann hoffe ich, dass ihr vorbeischaut und wir uns dann mal in echt sehen.